Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zurück hier bei mir beim nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Jawohl, inzwischen auch schon der wievielte Part ist denn das jetzt? Ich kann es gerade gar nicht mal sagen. Mal gucken, dass die Kamera richtig ist. Heute mal am Tag mal was ganz anderes bei mir, oder man sieht das ja relativ selten, weil ich immer meistens nach der Arbeit aufnehme. Aber da Sonntag ist, habe ich gedacht, machen wir das mal am Tag. Gut. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, dass wir die Kiste ja knacken wollten von den Typen, beziehungsweise ihn umlegen wollten. Leider nur ist das letzte Mal, die letzten zwei Minuten, die Aufnahme abgebrochen. Deswegen gab es da so einen geraden Cut. Tut mir leid dafür, Leute. Dafür hab ich jetzt nochmal ein bisschen was nachgeholt. Ich habe ein paar Dietriche besorgt. Genau hier, 11 Stück. Und genau, dafür können wir jetzt das Schloss knacken, meine lieben Freunde. Und mal gucken, was der da drin versteckt hat. Also, beziehungsweise, wir wissen es ja. Wir müssen ja den Ring holen. Für unseren guten Herrn Müller da unten. Versuche ihn aus dem Haus zu locken. Der Müller schickt mich. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Dieser Gauner. Wie viel ist es? Ein halber Sack. Peschek muss blau gewesen sein. Das ist ein Batzen. Ich gehe gleich los. Und er ist weg. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ja, jetzt müssen wir mal gucken, in welcher Kiste der natürlich den Ring versteckt hat, ne? Oh, shit. Oh, jetzt kommt wieder das, ne? Dass ich natürlich absolut keine... Ah, oh, Leute. Wenigstens habe ich jetzt kurz vorher abgespeichert. Oh Mann. Ich habe da echt Probleme mit dem Zeug, habe ich das Gefühl. Warte, wo ist es hier? Hey, das regt mich auf. Das scheiß Schlossknacken hier. Da drehe ich ja durch. Ich probiere es gerade bei der Kiste hier. Vielleicht haben wir Glück und da ist da der Ring drin, ne? Ja! Wir haben es geschafft. Ist der Ring drin? Nee, scheiße. Hier ist er nicht drin. Oh, wir sind total überladen, Leute. Egal. Wir müssen ins Haus rein. Shit. Warte, wo war's? Habe ich da nur gewisse Zeit für, oder? Ja, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen schneller machen. Ich habe mir natürlich recht Zeit gelassen damit. Jetzt machen wir hier zu. Ich hoffe, wir haben noch Zeit ein bisschen. Boah, was haben wir denn alles hier? Ein bisschen was essen? Haben wir wenigstens keinen Hunger? Scheiße. Können wir uns hinsetzen, hinsetzen, hinsetzen. Wir sind bei dem im Haus, okay. Da haben wir eine Truhe. Gucken wir nochmal hier drin schnell. Oh, hier sind überall verschlossene Truhen. Scheiße. Okay. Komm. Ah, jetzt sind wir zu langsam. Vergiss es. Oh, das gibt's doch nicht mehr. Komm. Komm schon. Komm, jetzt aber. Yes. Oh, bitte ist da der Ring drin. Komm schon. Mach auf. Was geht denn? Ah. Wir haben ihn. Sehr schön. Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Ja, das ist ja egal. Aber wenn wir schon hier sind, Leute... Machen wir doch gerade alles, oder? Warte, wo ist das hier? Ja, ein paar Groschen. Oh, der Knüppel, der ist gut was wert. Wir nehmen alles mit. Und danach gehen wir in die Stadt und verkaufen das Zeug. So. Hier machen wir noch zu. Das war's. Oder haben wir noch irgendwo? Hat er hier noch eine Kiste oder so stehen? Ja, hier hat er auch noch eine.
Ah, wir haben es langsam drauf. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir aber echt überladen. Gut, wir hauen ab. Dafür war ich, ich habe einen etwas früheren Spielstand zu, geladen, damit wir nicht, damit wir noch die Dietriche haben. Dafür haben wir die Stadt jetzt noch nicht erkundet, aber das ist überhaupt kein Problem, weil das letzte Mal sind wir eh nur da rumgelaufen und haben die Läden abgecheckt, was da so für Läden sind. So. Du trägst zu viel und kannst nicht schnell reisen. Oh, so mühsam. Ist das dein Ernst? Ja gut, dann... Hier geht's auch nicht hin? Nö. Ja gut, okay, easy. Dann laufen wir zu... Boah, wir haben echt zu viel dabei. So ein Scheiß! Ja gut. Gut, dann laufen wir halt zur Stadt. Können wir uns ein bisschen unterhalten in der Zeit. Genau, ich laufe am besten wirklich zuerst zu der Stadt und dann kann ich dort die Sachen verkaufen. Ja. Ich bin jetzt das erste Mal mit OBS am Aufnehmen. Vorher habe ich ja die ganze Zeit mit Fraps aufgenommen. Ich hoffe, dass die Aufnahme besserer Qualität ist, weil ich habe halt immer noch so eine Bewegungsunschärfe drin bei der Aufnahme von Fraps. Ich weiß halt nicht, ob das an Fraps lag oder an Sony Vegas, dass ich da irgendwas falsch bei den Rendereinstellungen habe. Wie gesagt, das hat mich halt ein bisschen gestört, dass da so eine gewisse Bewegungsunschärfe drin ist. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich nehme mal mit OBS auf. Vielleicht sieht es ja am Ende schöner aus. Genau, aber ganz normal, auch mit 60 FPS. Und das läuft ja gut und flüssig, ne? Genau. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt für das ganze Zeug, was wir hier im Inventar haben, bekommen. Oh, da oben. Bis dahin müssen wir laufen. Ich laufe querfeldein, es geht am schnellsten. Bin ich echt mal gespannt. Und ob wir das auch so einfach loskriegen, weil das ist ja immerhin auch, ja, Diebesgut, ne? Bin ich mal gespannt. Ja. Dum, 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 dum. Bei uns ist heute wieder richtig scheiß Wetter gewesen. Nur am Schneien. Aber so ein, nicht so ein schöner Schnee, einfach wirklich so ein Schneeregen. Das ist nur noch so matschig ist und darauf habe ich halt überhaupt keinen Bock gehabt eigentlich. Ja, ich frage mich, wenn ich jetzt in tieferes Gewässer gehe. Gut, ich habe eine Rüstung an. Ich würde wahrscheinlich sowieso untergehen. Aber mit dem vollgeladenen Rucksack wahrscheinlich noch mehr. Wäre noch cool zu wissen. Kommt der hier hoch jetzt? Ja, das schafft er noch. Na, jetzt sind wir aber schon gleich beim Tor. Dann müssen wir später dann noch zum Parshek und ihm den Ring geben. Und damit wäre die Schuld dann beglichen. Beziehungsweise bei dem Apotheker müssen wir noch die Schuld begleichen. Da zahlen wir ihm dann einfach ein bisschen was. Oder vielleicht können wir auch einen Auftrag für den erledigen. Und dann haben wir wenigstens alle Schulden beglichen und können uns weiterhin auf unser Hauptziel konzentrieren, dass wir unser Schwert von unserem Vater zurückbekommen. Und ich weiß dann, was für Aufträge dann hier noch bekommen werden. Werden wir dann sehen. Hm, schöne Aussicht hier. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Schnellreiseort. Sei gegrüßt, mein Freund. Milan. Genau. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder mit der Torwache erstmal reden müssen. Aber ich weiß ja, was ich sagen muss. Einfach so verblutend. Oh, guckt euch das an. Ah, ja, okay. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Galitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dvojitz. Sicher! Und ich bin der... Ah, das kennen wir ja schon, was der sagt, genau. Ich muss Herrn Ratzig sagen, was mit seinem Schwert geschah. Danach aus. Also das gut. Kennen wir ja, genau. Und dann lässt er uns rein. Was zur Hölle machst du da? Nur weil ich ihn berührt habe? Du hast entdeckt das Lager. Das haben wir das letzte Mal alles schon gemacht. Also, jetzt gehen wir zu den Händlern erstmal und verkaufen. Ich denke, die Rüstung und Waffen, das ist ja das Schwerste, dass wir das als erstes verkaufen. Gehen wir mal zum Waffenschmied. Brot, Brot. Moin, moin, meine lieben Freunde. Ich will was kaufen. Oder verkaufen, eher.
Guten Tag, lass uns handeln. Ich frage mich, warum das so dunkel geschrieben ist. Hm, so, verkaufen. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, hä? Kriegen wir das los oder nicht? Boah, der gibt uns aber nicht so viel dafür. Dann die Fackel können wir erstmal verkaufen. Komm. Warenkorb, Handel abschließen. Das Nein! Das sieht wie gestohlene Ware aus. Die kaufe ich nicht. Ah. Na gut, okay. Aber die andere hat er jetzt gekauft, oder wie? Verkauft. Die Fackeln, ja. Also bei so offiziellen Händlern, wahrscheinlich in so Läden, kriegt man die wahrscheinlich etwas schwerer los. Ja, Lebensmittel will ich nicht verkaufen. Die brauche ich immer mal wieder zwischendurch zum Essen. Hier ist noch ein normaler Händler. Beste Grüße. Beste Grüße von meinem Freund. Ich will handeln mit euch. Verkaufen. Genau. Ein paar alte Stiefel. Das Hemd. Oh, bitte kann ich das bei... Bitte kriege ich das bei dem los. Hier haben wir noch... Ah, die Fackeln hat er jetzt auch nicht gekauft, oder was? Echt jetzt? Ah, der hat 100... Also Gold hat der auf jeden Fall genug. Hm. Genau. Und das noch. Das noch. Hier das noch. Ah, so viel hat er nicht mehr. Scheiße, Warenkorb. Also nehmen wir das nehmen wir weg hier. So. Bitte geht das. Das sieht wie gestohlene Ware aus. Oh, scheiße. Ja, was haben wir jetzt überhaupt was verkauft? Wo ist unser Geld nochmal? 23, nö. Ah, oh, leck mich doch am Arsch. Also tun wir jetzt erstmal die ganzen Sachen verkaufen, die nicht gestohlen sind. Ich muss ja mal das Zeug loswerden irgendwie. Verkaufen, also. Die Stiefel. Das geht alles nicht. Das geht auch nicht. Hier, das geht. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch alles. Das auch und das auch. Wir kriegen trotzdem schon noch gut Geld dafür. Das geht auch. Das geht auch. Hier. Die Schaufel. Das geht auch alles. Es gibt ja trotzdem noch mega viel Geld dafür. Sehr schön. Schnaps. Ja, die heben wir. Ah, komm, den verkaufen wir auch. Wollen wir nicht alles trinken. Pfannkuchen brauchen wir zum Essen. So, das ist geklaut. Und den Wappenrock verkaufen wir noch. Perfekt. Warenkorb. Handel abschließen. Das ist geklaut. Was soll das werden? Scher dich fort, verdammt. Aua, da war doch jetzt nichts Geklautes dabei. Hä, habe ich jetzt nicht aufgepasst und aus Versehen was Geklautes mit reingesteckt? Die alten Stiefel. Mann, Mann, Mann. Hier, zweimal die Fackel. Ich habe das Gefühl, wenn wir es jetzt nochmal probieren und da ist immer noch geklautes dabei. Ich glaube, das war geklaut. Und da ist immer noch geklautes Zeug dabei, dann ruft er noch die Wachen oder irgend so ein Scheiß. Und das wollen wir ja nicht. Tatsächlich, das war das ganze Zeug, ist andere Zeug gewesen. Was der nicht wollte. Seht ihr, es ist viel, viel weniger Geld jetzt. Und wir sind immer noch überladen. Scheiße. Das ging jetzt natürlich. Ey, was machen wir denn mit dem ganzen geklauten Zeug hier? Das ist richtig schön viel wert, aber... Der will das nicht. Ja, wollen wir es ablegen, ne? Wie viel Geld haben wir denn? 59 Grad mal. Das ist zwar scheiße. Also ein paar Sachen muss ich einfach ablegen. Auch, oh, guck mal, was das wert ist. Ah, das ist das, was ich anhab. Das auch hier. Allgemein, das ganze Zeug ist extrem viel wert. Also ich lege das mal ab hier. Ah, warte, wir tun das mal nach Gewicht sortieren. Ne, warte, wo war denn das? Nochmal Gewicht. Hier. Gewicht, ja genau. Hier, das haben wir nicht an und das tun wir ablegen. So, jetzt können wir auch wieder schnell reisen, ne? Ich tue jetzt die Orte noch nicht erstmal wieder alle entdecken. Das brauchen wir nicht.
Tun wir mal da hinreisen und schauen, was der gute Parshak jetzt wegen dem Ring zu sagen hat. Da ist er auch schon. So. Gelobt sei Jesus. Ja, also ich habe den Ring. Peshek. Gut. Peshek, nicht Parshak. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kuhelnitz zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Oh, also geil! Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Gestohlene Ware? Nein, danke. Ich bin kein Dieb. Ich hab aber Sachen. Kann ich dich was fragen? Gespräch beenden. Würdest du mich Taschendiebstahl lehren? Warte jetzt mal. Übung. Erzähl mir von den anderen Müllern. Kann ich dich was fragen? Das wäre alles. Aua. Der hat doch gesagt, dass er mir das Zeug abkauft. Würdest du mir etwas übers Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm sehr mit schön. Mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Okay. Ey. Aber ich bin mal echt gespannt jetzt, ob wir danach... Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Ich weiß gerade nicht. Vielleicht können wir danach das ganze Zeug auch bei denen dann verkaufen. Das wäre natürlich mega geil, weil ich habe ja einen haufenweise Diebesgut dabei. So, schauen wir doch mal. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Hm, okay. Das ist cool jetzt. Also, schauen wir doch mal. Ja, wir können uns ja... Warte, wo kommt man sich nochmal ducken? Ah, ich bin... Stehlen mit E? Hab dich! Wäre das echt gewesen, hab dich! Ah, ich muss gedrückt halten. Würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Also, warte mal. Ich will mal schnell gucken, wie man schleichen kann. Steuerung. Bewegungen. Sprinten. Pferd springen, spurten. Pferd rennen ein aus. Inventar. Man kann gar nicht schleichen. Das ist einfach langsames Laufen. Okay. Und dann? Wow, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Okay, warte schnell. So. Ah, man muss länger gedrückt halten. Würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Also, so und loslassen. Nein. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ah, und dann muss ich einfach nochmal E drücken, oder was? Warte, ich will es nochmal probieren. Hab dich! Ah, man muss so rüber. Jetzt verstehe ich. Ich bleibe hier stehen und tu... Du musst die... Hast du etwas? Glaub mir mein Gold. Ja, das kennen wir. Entschuldigung, hab den einfach nochmal angesprochen, leider. Hab dich! Wäre das echt gewesen... Oh, so schnell kann ich doch gar nicht... Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hab dich! Und dann mit E, oder? Hab dich! Ja, ist gut, okay, warte schnell.
würde ich jetzt nach so, der Wache rufen. So, und jetzt. Dich. Man muss sich zweimal drücken. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Ja, gar keine Chance da unten. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, hab dich! Oder kann ich auch mit der Maus? Gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nee. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen. Ah, komm, jetzt halt doch mal die Klappe. Nochmal. Gar keine Chance. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. So schnell komme ich doch gar nicht da runter. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Oh, jetzt haben wir es. Bleibe hier stehen und tu so. Du musst die Börse. Hast du etwas? Klau mir meinen Dolch. Also habe ich den jetzt? Ich habe den doch, oder? Oder muss ich sie da hoch dann ey. Nicht dein Ernst, oder? Warte mal. Nee, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen es danach dann noch wieder zum Ausgang schaffen. Wäre das echt gewesen, hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ich bleibe. Das habe ich wieder angesprochen. Hey, tut mir leid, Leute. Kommt das auch drauf an, wo ich hingucke? Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Ich bleibe hier stumm. Oder wartet mal. Hab dich! Wäre das echt gewesen, hab dich! Wow! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Ah, je nachdem, wie genau wir das schaffen, haben wir auch mehr Sekunden. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Und? Nee, hat nicht gereicht. Aber wir hätten, glaube ich, zweimal drauf den Dolch klicken müssen. Also 5-6 Sekunden wären schon super. Hab dich! Ah, jetzt haben wir zu lange gewartet. Nochmal, also so 5-6 Sekunden will ich schon haben. Jetzt weiß ich, wie es geht. So. Dolch habe ich und raus. Yes! Jetzt weiß ich, wie es geht. Kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Über am besten an Betrunkenen oder Schlafenden. Damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Bring dir einfach den Taschendiebstahl bei. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Geil. Okay. Aber kann ich jetzt auch die Ware bei dem verkaufen? Oh, mein Bauch ist voll am Knurren. Ich möchte noch einen Diebstahl. Ich möchte noch einen Diebstahl probieren. Kann ich... Erzähl mir von dir. Übung. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Okay. Okay. Anscheinend können wir die Ware nicht bei ihm verkaufen. Das ist jetzt gerade ein bisschen schade. Aber ich schlage vor, dass wir die jetzt vorerst bei uns in der Truhe ablagern, in unserem Zimmer. Den Dieb ist gut. Und, genau, hier. Das würde ich hier ablegen. Das auch. Das auch. Das nicht. Das aber. Und das. Und das. Und das. Sehr schön. Tipptopp. Legen wir uns mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen ist sicher gut. Okay. Was ist das hier? Ah, 24 Uhr. So. Ich habe immer noch ein bisschen Problem mit dem Abspeichern hier bei dem Spiel, weil man kann ja... Es speichert entweder automatisch, wenn du je nachdem, wie weit du in der Story bist, oder wenn du Retterschnaps hast. Und das Ding ist einfach mega teuer. Das kostet 70 Goldstücke. Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem mit dem Abspeichern. Wie lange nehme ich denn schon auf? Jetzt nehme ich aber auch schon 25 Minuten auf. Plus minus eine Minute. Das heißt, boah. Ich muss mal gucken. Ich muss einfach mal ein bisschen vormachen bei der Story und hoffen, dass das dann auch abspeichert. So. Jetzt haben wir natürlich Hunger wahrscheinlich. Ein bisschen, ja. Guck mal, was essen.
Wir haben noch süßen Pfannkuchen. Tipptopp. So. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt hoch zu der Burg gehen, zum Herrn Ratzig. Und gucken. Genau. Du kannst von hier keine... ich muss rausgehen. Oh, guck mal, hier ist auch... ja, hier ist auch super, wäre hier auch gewesen. Genau, und reden mal mit dem Herrn Ratzig. Vielleicht tut auch da die Story ein klein wenig abspeichern. Ich hoffe nur, dass sich jetzt die, wenn da wieder eine Cutscene kommt, dass das nicht schon wieder sich so in die Länge zieht. Sonst wird das halt ein sehr, sehr langer Part, meine Freunde. Aber ich bin ja erst bei 25 Minuten. Gut. Moin, moin. Wir müssen hier rechts hin, ne? Guck mal, können wir bei dem jetzt stehlen machen? Oh, das will ich jetzt mal ausprobieren. Was tust du da? Du bist ein Lass zum Teufel! Hey, du! Scheiße. Ergib Nein! Dich. Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Was? Was mache ich denn jetzt? Wachen, kommt her, rasch! Ja, easy, komm, ich ergib mich. Scheiße! Nein, das wollte ich nicht! Du wurdest beim Stehlen erwischt. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Was will der? Was der will? Entschuldigung, 60 Gold! So behandelt man keinen von Herrn Ratzigs Männern. Nicht auszudenken, was er Scheiße. Tut, wenn er das erfährt. Erzähl deine Geschichten jemand anderen. Ich habe so nicht viel genug Geld. Ich nicht. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Einsperren lassen. Kerker? Ja. Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Der Kerker ist wie für dich gemacht. Beweg dich. Arme und Beine auseinander. Wollen wir mal sehen, ob du etwas Verdächtiges bei dir hast. Ja, geil. Werde ich einfach mal 24 Stunden in den Kerker eingesperrt. Ich hoffe noch, dass ich den Rest meines Geldes noch habe und nicht, dass die irgendwie noch die Differenz jetzt mir dann abziehen. 60 Goldstücke. Ey, wie will man denn so schnell Geld kriegen? Klar, ich bin noch nicht so lange in dem Game jetzt drin, aber ey, wie will man denn so schnell Geld kriegen? Hm. Ist ja krank. So. Okay, ist gut. Habe ich noch mein Zeug wenigstens? Ja, habe ich. Okay. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Regnet's? Oh, es regnet. Okay, zeig mal her wegen Spiel. Ja, guck, speichern kann ich nicht. Nur mit dem Retterschnaps. Wann hat es das letzte. Taschendiebstahl, da hat's geladen. Ah ja, Leute. Super, es hat ja gerade danach geladen. Um wie viel Uhr? 15.33 Uhr? Wir haben es 15.35 Uhr. Vor 2 Minuten hat es ja gespeichert. Sehr schön. Okay, meine lieben Freunde, dann sage ich jetzt trotzdem an der Stelle auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part ein. Und wenn euch der Teil gefallen hat, vergesst nicht, mir positives Feedback dazulassen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Danke fürs Zusehen. Euer Nier. Ciao.